Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es ist ziemlich früh am Morgen, ich bin noch nicht richtig wach, aber stehe schon vor der Kamera, weil wir haben gestern spät Nachmittag Arieschki gemacht. Erstmal habe ich die auch so ganz normal gemacht und gefüllt, ein bisschen mit Schokolade, Fädchen gezogen, hier habe ich auch sogar zwei oder sogar drei Sorten von Schokoladefädchen gezogen. So die Reste von Schokolade wurden so verbraucht. Aber am meisten ging es um den Dubai-Schokolade-Oreschki. So sehen die aus. So habe ich die dekoriert im Schokoladen und im weißen Schokolade und dann auch mit gefärbte weiße Schokolade auch dekoriert. Und ich habe auch eine Tafel Schokolade gemacht. Das als Herz habe ich schon aufgeschnitten. So sieht es aus. Und die Nüsse sehen so aus. Diese kleine Oreschki Zaubernuss. Ja. Habe ich auch schon probiert. Schmeckt sehr gut. Zu diesem Rezept kann man natürlich alles kaufen. Die Engelshaar kaufen selber, den Pistaziencreme und Sesamcreme, Paste. Ich habe aber alles selber gemacht. Ich habe den Kadaifteig selber gemacht, Pistaziencreme selber gemacht und Sesampaste selber gemacht. Und dann das auch selber gebacken und gemacht. Es war natürlich sehr viel Arbeit. Wenn ihr für die Füllung alles kauft und das sozusagen nur zusammen mischt, dann ist es viel weniger Arbeit und vielleicht habt ihr mehr Freude davon. Ich habe es versucht selber zu machen, dass die ganze Kosten, was das alles kostet, ein bisschen runterzudrücken. Aber was kann ich dazu sagen? Ich habe sehr viel Zeit gebraucht, das alles fertig zu machen. Deswegen, mein Mann hat gesagt, hättest du lieber alles gekauft, als du so viel Zeit verbraucht haben. Gut, es ist nur das, dass ich habe diese Zeit und könnte mir diese Zeit nehmen und alles testen und probieren, ob das auch alles möglich selber zu machen. Und das ist wirklich alles möglich. Und wenn ihr Interesse habt, wie wir das alles zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Ob ihr das nachmacht, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht habt ihr einfach Interesse, das Video anzuschauen, wie habe ich hier alles so gemacht und gebastelt. Ich habe für jeden Teil ein getrenntes Video gedreht und ich werde die nicht in diesem Video das zeigen, weil dann wird auch Video zu lang. Deswegen, nach dem Veröffentlichen von diesem Video, kommen danach drei kurze Videos, wie wird das Teig gemacht, wie wird das Pistaziencreme gemacht und wie wird das Sesampaste gemacht. Einfach alles getrennt. Und vielleicht, wenn mal einer möchte, gerne mal selber Pistaziencreme machen, kann einfach nur diese kurze Video anschauen. So, liebe Freunde, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video anschauen, bei meinen hier Werkereien. Und für die, welche nur erst einmal auf meinem Kanal reingekommen, möchte ich nur ganz kurz sagen, es gibt ein Buch von mir, welches kann man kaufen und die Link dafür stehen unten in der Beschreibung. So, für die Füllung heute werden wir machen diese Füllung von Dubai Schokolade, welche macht so viel daran dran um sich drumherum. Ich habe aber alles selber gemacht. Ich habe mir Zeit genommen und einen Tag habe ich diesen Teig Engelshaar gemacht. Er ist natürlich bei mir nie so dünn geworden, wie es ist im Gekauften, aber ich denke, es wird trotzdem klappen. Wir probieren einfach. Und den Teig habe ich angefroren. Habe ich auch aus Pistazien ein Pistaziencreme gemacht und aus Sesam habe ich diese Tahini-Paste gemacht, Sesampaste gemacht. Alles ist selbst gemacht. Und wir werden heute diese Zaubernüsse, diese Oreschki mit dieser Füllung mal ausprobieren.
Erstmal müssen wir jetzt den Teig ziemlich klein schneiden, hacken und dann in Butter anbraten. Es kann man natürlich alles kaufen und sogar schon gebratenen diesen Teig kaufen. Ich wollte aber selber probieren. So klein geschnitten und jetzt werden wir es noch anbraten in die Pfanne. So, ich habe jetzt nur so eine Ecke von der Butter abgenommen, lasse es schmelzen. Und wir sollen wir jetzt unsere diese gehackte Teig anbraten, so anrösten, dass es so schön knusprig und crunch wird. So, Butter ist jetzt heiß, geben wir Teig rein und werden wir anrösten. Ich glaube, können wir noch eine kleine Ecke von der Butter dazu geben. Muss mal schauen, so dass Teig kann braten. Kann ruhig schon ein bisschen mehr Butter sein. Dieser butterige Geschmack ist auch lecker. So, ich glaube, es wird schon ausreichen. So sieht es aus. Schon richtig knusprig. Kann man auch probieren. Richtig cremig. Und jetzt machen wir auch die restlichen Zutaten rein. So, gebe ich jetzt den angebratenen Teig in den Teller und jetzt geben wir dazu erstmal Pistaziencreme. Noch ein bisschen. So viel dazu geben, dass es sozusagen eine Masse entsteht, das nicht auseinanderfällt und zusammenklebt. Von den Tahini-Paste, sozusagen Sesampaste, braucht man ganz wenig, weil die hat ziemlich starken Geschmack, dass die nicht den Geschmack übertönt. Deswegen, ich glaube, ich gebe nur ein Teelöffel, das wird dann schon ausreichend. So, ich gebe komplette Pistazienpaste hier rein. So eine Masse bei mir ist entstanden, ziemlich so crunch. Und jetzt werde ich auch ein bisschen davon probieren, wie es so schmeckt. Es ist crunch, aber schmeckt nur nach Pistazien. Ganz bisschen Sesam, aber minimal. Größter Teil ist Pistaziengeschmack und von dem Teig dieses Crunchiges. Ich werde jetzt abmachen. Und dass ich die zusammenklebe, ich glaube, so bleiben die sich nicht halten. Da muss ich mir was überlegen, nicht volles Mal machen. Und dann mit diesem Milchmädchen Karamell einfach ganz dünne Schicht hier am Rande machen. Und draufkleben, dass die dann so zusammenbleiben. So wird das besser funktionieren. Und dann, wenn wir noch mit den Schokolade überziehen, dann wird das, glaube ich, alles perfekt. So, mache ich erstmal so viel, wie es mir reicht. Und den Rest mache ich wie normale Oreschke mit unterschiedlichen Füllungen. Ich bin schon gespannt, was meine Kinder und Enkelkinder sagen dazu. Hatte Oma eine Weile. Erstmal mache ich dir alle fertig und dann zeige ich euch, wie wir werden die noch auch dekorieren. So, die Hälfte von diesen Zaubernüsse habe ich jetzt mit dieser Dubai-Füllung gemacht. Ganz bisschen habe ich mir noch gelassen, weil ich möchte gerne noch eine so Schokolade machen. Ich habe keine Form für die Schokolade, aber ich habe so eine Herzform und ich möchte versuchen, in diese Herzform nur so ein Tafel von dieser Schokolade machen und mal schauen, wie das jetzt so wird und wie das auch so schmeckt. Dafür werde ich jetzt auf dem Wasserbad Kuvertüre schmelzen lassen. Von der weißen Kuvertüre nehme ich so ungefähr 100 und dann auch von den Vollmilchschokolade. Kann man auch Vollmilch mit Zartbitter machen.
Ungefähr ein Drittel von dieser Schokolade müssen wir uns an die Seite stellen, dass wenn das geschmolzen ist, unsere Schokolade einfach dazugeben. Wir müssen unsere Schokolade temperieren. Das Rest nehmen wir an die Seite für später. In ein Töpfchen habe ich noch so eine Schale reingestellt und ganz bisschen Wasser reingemacht. Und stelle jetzt meine Schale so rein und lasse es auf dem Wasserdampf schmelzen. Und genauso machen wir mit dunkler Schokolade. Von der dunklen Schokolade nehme ich ganze Block. Und wenn es ein bisschen übrig bleibt, nicht schlimm. Jetzt ist Plätzchenbackenzeit, deswegen wird das schon alle. Genauso von der dunklen Schokolade werden wir uns an die Seite stellen für später. Genau auch hier ein Töpfchen Schale drauf. Meine Schale mit Schokolade und schmelzen lassen. So, beide Kuvertüre sind geschmolzen. Jetzt können wir das, was wir an die Seite gestellt haben, in den heißen Kuvertüre dazugeben. Und so lange rühren wir, dass diese Stückchen, was wir reingemacht sind, auch geschmolzen sind. Und genauso bei dunkler Schokolade. Dadurch unsere Schokolade, unser Gebäck wird nicht weiß, wenn er eine Zeit steht. Einfach ein bisschen rühren, bis alles wieder glatt ist. So, unsere Schokolade ist schon geschmolzen. Schaut ihr, richtig schön glatt. Die weiße auch. Und von den weißen möchte ich gerne zwei Farben anfärben. Ich habe jetzt hier in die Schälchen grüne Farbe, Lebensmittelfarbe genommen und gebe knappe Teelöffel von weißer Schokolade. Und hier ist die gelbe Lebensmittelfarbe und auch so ein knappe Teelöffelchen. Verrühren. Auch meine Schälchen ist kalt. Muss ich aufpassen, ist schon kalt geworden. Stelle kurz schnell in den warmen Wasser, dass ich wieder flüssig bekomme. Das wird jetzt mit denen genau das gleiche. Muss unbedingt warm stellen, dass nicht wieder hart wird. Und jetzt in diese Formchen möchte ich gerne ein bisschen unterschiedliche Schokolade machen. Ein bisschen wie grün. Auch ein bisschen von den weißen Schokolade. So ein paar Klecksen. So, habe ich jetzt meine gelbe Schokolade verflüssigt. Ich habe ein ganz, ganz kleines Krümelchen von Kokosfett dazu gegeben. Und nur so könnte ich das zu verflüssigen. Sonst war es meine Schokolade fest. So, jetzt gebe ich auch noch gelbe Schokolade dazu, dass es schön bunt wird. Die weiße Schokolade wieder hier drauf stellen und stelle ganz kurz in den Gefrierschrank, dass es alles schön fest wird. Es braucht man ganz kurz nur reinmachen. Jetzt geben wir hier dunkle Schokolade, so dass wir jetzt den ganzen Boden so zudecken. Ja, die Schale jetzt ist kalt. Wird schnell alles fest. So, am Rand auch. Und stelle ich jetzt wieder in die Kühlschrank zum Hartwerden. In dieser Zeit, bis unsere Schokolade in den Kühlschrank steht, werden wir auch unsere Zaubernüsse jetzt dekorieren. Und ich habe mir auch schon auf dem Blech so eine Gitter draufgelegt, wo ich werde meine Zaubernüsse drauflegen zum Abtropfen. Und da können wir die mit der dunklen Schokolade erstmal fertig machen. Bis das mit der Gabel einfach abstreichen und auf den Gitter drauflegen. So. So, die Schokolade jetzt ist richtig fest geworden.
Jetzt können wir unsere Füllung dazugeben. Richtig schön crunch, knusprig, hört man sogar. Glatt streichen und jetzt mit der Schokolade obendrauf überziehen. Ich hätte gerne noch ein bisschen hier Muster reingemacht. Und von weißen Schokoladen auch. Und jetzt lassen wir es im Kühlschrank fest werden. So, mal schauen, was wir da gemacht haben. So, meine Lieben, bin ich fertig. Jetzt habe ich meine Orechki, Dubai Orechki, dekoriert. So sehen die aus. Aber jetzt lasse ich die richtig schön abkühlen, dass die Schokolade wird fest. Und jetzt ist schon abends, ist schon spät. Deswegen werde ich es euch morgen zeigen, wie es alles geworden ist. Die restliche, welche ich habe, ganz normal gefüllt mit Nutella, mit dem Kokos, mit dem Karamell und Nougat. Habe ich einfach so jetzt gemacht. Und das ist jetzt unsere Schokolade. Aber ich lasse ihn lieber über Nacht richtig schön fest werden. Und morgen schauen wir, wie ist das alles so geworden. Ob diese ganze Arbeit, was ich gemacht habe, und ich kann euch wirklich sagen, ohne Lügen, es war viel Arbeit. Wenn es alles selber macht und nichts kauft, es ist wirklich viel Arbeit und sogar nicht ein Tag. Dann bis morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Na, mal schauen, was wir haben gestern gezaubert. Das ist jetzt Schokolade, die ist richtig schön fest. Versuche ihn aus der Form rausbringen. Oh, perfekt. Es sieht cool aus. Hier muss ich den Rand bearbeiten. Da sieht doch unser Herzchen wirklich schön aus. Jetzt schauen wir mal nach unsere Nüsse. Wie sind die? Crunch. So sehen die. Innen drinnen. Und jetzt Testprobe. Die Füllung ist schön knusprig, nicht süß. Weil wir haben da absolut nichts, was Süßes, keine Creme, gar nichts. Und durch das die Schokolade und den Teig von den Nussschalen ist wirklich die Süße gerade ist normal. Es ist sogar wahrscheinlich nicht so süß, wie zum Beispiel, wenn wir mit Karamell oder Nougat die gefüllt haben. Es schmeckt wirklich gut und mal was ganz anderes. Aber ich kann nicht sagen, dass ich die öfter machen werde. Weil es ist wirklich sehr viel Arbeit. Eventuell, wenn man ganze Füllung alles nur kauft und selber nicht macht, dann wird es schneller gehen natürlich. Aber dann geht es ja ganz schön auf das Portemonnaie. Weil es ist wirklich, das ganze Sache, was da reinkommt, sehr, sehr teuer sind. So, liebe Freunde, ich habe es getestet. Ob einer oder die andere von euch das nachmacht, das ist natürlich Frage. Aber wenn ihr das wagt, es funktioniert. Schmeckt gut und entscheidend liegt an euch. So, und jetzt wollen wir auch natürlich unsere Herzchen auch aufschneiden und mal schauen, wie es innen drin aussieht. Tada! So sieht er drin aus. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren oder vielleicht einfach beim Video anschauen. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!